Hier sind 29 geheime Minecraft-Fakten über Mobs. Und bevor es losgeht, hat diese Horde Mobs noch eine Aufgabe für euch. Schafft ihr es, unseren Kanal zu abonnieren, noch bevor die mich alle kalt machen? Das hilft uns wirklich sehr und ouch, so verpasst ihr auch keine Videos mehr von uns. Danke! Nummer 1. Als die ertrunkenen Zombies ins Spiel kamen, sahen sie nicht so aus, sondern so. Ich meine, was ist das? Ein Zombie, der halb Skelett ist? Das war auf jeden Fall gruseliger als die heutigen Mobs und wurde aus einem unerklärlichen Grund schnell wieder entfernt. Heute gibt es eine solche Verbindung von Skelett und Mob-Textur nur noch bei den zombifizierten Piglins. Nummer 2. In der experimentellen Version der 1.20 ist es möglich, Kamele auf Bambusboote zu setzen und mit ihnen herumzufahren. Um das Kamel auf das Boot zu bekommen, zieht man das junge Kamel mit einer Leine auf das Boot und lässt es dann mit Kakteen wachsen. Jetzt muss man es nur noch satteln und schon kann man mit 3 Spielern auf nur einem einzigen Boot fahren. 2 Spieler auf dem Kamel und 1 Spieler im Boot. Während dieses Vorgangs kann das Kamel auch solche Bewegungen machen und auf der Stelle immer weiterlaufen. Lol, was ist das? Und freut ihr euch genauso wie wir auf das neue Trails and Tales 1.20 Update? Dann lasst jetzt alle mal ein Like da. 3, 2, 1. Boah, so viele Daumen hoch. 1.20 wird mega. Nummer 3. Wenn wir Wüstenzombies ins Wasser locken, verwandeln sie sich nach 30 Sekunden in normale Zombies. Wenn wir weitere 30 Sekunden warten, ertrinken sie und werden zu ertrunkenen Zombies. Das live zu sehen ist auch mal etwas Neues, oder? Nummer 4. In der Entwicklerversion der 1.20 gibt es noch einige Fehler. Einer davon sind diese Fledermäuse, die kopfüber durch die Luft glitschen und dabei wirklich nicht gesund aussehen. Ich meine, schaut euch das mal an. Nummer 5. Hast du schon mal auf die Geräusche des Fuchses geachtet? Hör mal genau hin. Wenn wir den Fuchs schlagen, macht er diese Geräusche, aber sie kommen gar nicht vom Fuchs. Stattdessen ist der Soundeffekt eine Mischung aus den Sounds von Katze und Hund. Wusstest du das? Nummer 6. Was passiert, wenn man den Warden im Endspawn lässt? Nun, obwohl der Enderdrache sehr, sehr stark ist, ist es ihm nicht möglich, den Warden zu besiegen. Das liegt daran, dass das schallgeladene Kreischen, so wie der Laser des Warden genannt wird, die Enderdrachen ohne Probleme töten kann. Nummer 7. Wenn man vor Piglins wegläuft, sind Türen nicht die Rettung. Denn Piglins können Türen öffnen. Wie sie das gelernt haben, weiß ich nicht. Aber hey, zum Glück klappt das nicht mit Zauntoren. Denn diese können sie nicht öffnen. Aber pass auf, denn die Pfeile werden dich trotzdem treffen. Aua! Nummer 8. Hier haben wir einen normalen Golem und das hier ist der Golem der Liebe. Den hast du in einer April-Scherz-Version 2015 anstelle des normalen Golems bekommen. Das Lustige daran, er sah nicht nur anders aus, sondern konnte auch nicht angegriffen werden, so wie überhaupt selbst angreifen. Dasselbe galt übrigens auch für alle anderen feindlichen Mobs. Überhaupt war alles relativ seltsam. Schnee, der einfach so auf der Wiese lag, herzförmige Wolken, Creeper, die lächelten und explodierten, aber keinen Schaden anrichteten und Obsidianboote, die nicht auf dem Wasser schwammen, sondern sofort sanken. Nummer 9. Es ist unmöglich, einen Tintenfisch zu drehen. Selbst wenn wir das Dinnerbone oder Grum Namensschild verwenden, lässt sich der Tintenfisch nicht auf den Kopf stellen. Und warum? Na, vielleicht weil es kein oben oder unten für einen Tintenfisch gibt. Oder eben, weil die Minecraft-Entwickler selbst nicht wissen, in welcher Position das Tier überhaupt richtig steht. Eigentlich ist das echt weird. Nummer 10. Der Warden zählt zu den feindlichsten Mobs in ganz Minecraft. Aber wie gefährlich ist er eigentlich genau? Nun, wenn wir die Leben des Enderdrachens und des Withers zusammenzählen, ergibt das die Herzen des Wardens. Enderdrachen haben 100 Herzen und Wither 150. Was bedeutet, dass der Warden 250 Herzen hat. Er ist also extrem stark. Übrigens, in der Bedrock Edition hat der Wither sogar 300 Herzen. Also viel Glück, ihn dort zu besiegen. Er ist einfach mal stärker als der Warden. Nummer 11. Es gibt eine Besonderheit bei dem großen Wächter, denn es gibt 2 Arten von ihm. Und ich rede nicht von dem normalen Wächter, sondern dem großen Wächter. Und zwar als Geist. Dieser besondere Mob kann nur mit einem Befehl ins Spiel gebracht werden und sieht genau so aus. Ihr seht ihn nicht? Nun, er ist aber da. Schau dir den Befehlsblock genau an, denn sobald wir ihn spawnen, sehen wir einen Schatten wie diesen auf dem Block. Da ist er, aber es ist nicht wirklich möglich, etwas mit ihm zu machen, weil er auch keine Textur hat. Wirklich gruselig, oder nicht? Nummer 12. In einem Update, das am 1. April 2022 herauskam, konnte man mit diesem Befehl Eisengolems dazu bringen, ihre Hände permanent in die Luft zu strecken. Das Lustige an dieser Version ist auch, dass man die Golems auf den Schultern heben und entweder wieder nach vorne werfen kann oder mehrere Golems auf
auf den Schultern setzen kann, was dann so aussieht. Nummer 13. Was passiert, nachdem die Plünderer, Diener und Hexen ein Dorf angegriffen haben? Ein Dorf wird besiegt, sobald alle Dorfbewohner getötet bzw. die Betten zerstört sind. Dann beginnen die Angreifer ihren Sieg zu feiern. Das erkennt man daran, dass sie mit den Händen in der Luft anfangen zu klatschen und zu springen, was die getöteten Dorfbewohner sicher nicht so toll finden würden. Aber das funktioniert irgendwie nur in der Bedrock-Version, denn in Java schauen sie einen nach einem Sieg nur fragend an. Übrigens töten sich die Plünderer oft selbst mit ihren Armbrüsten. Nummer 14. Eigentlich gibt es Piglins in unserer Welt gar nicht. Eigentlich, denn die Soundeffekte, die ein Piglin macht, stammen von diesem schwedischen Schwein hier. Aber ich überlasse es mal lieber euch, den Namen richtig auszusprechen. Linde Rötzwin. Nummer 15. Schon mal dieses Spawn-Ei gesehen? Nein? Nun, es ist nur in der Minecraft Education Edition verfügbar. Der Mob, der mit diesem Ei gespawnt werden kann, heißt Agent und ist ein programmierbarer Roboter. Mit ihm kannst du viele Dinge automatisieren. Wie wir hier sehen können, legt dieser Roboter gerade ein Beet an. Aber keine Sorge, ihr müsst nicht viel programmieren lernen. Es gibt viele Vorlagen und Bausteine, die den Lernprozess sehr, sehr viel einfacher machen. Na gut, einfach ist das trotzdem nicht. Hilfe, wie funktioniert das? Nummer 16. Während wir Schafe scheren können, ist das bei den Babyschafen nicht möglich. Mit einem Befehl geht das Ganze allerdings doch. Denn damit kann man direkt ein geschorenes Babyschaf spawnen, das nicht nur sehr süß und lustig aussieht, sondern auch einen richtig großen Kopf hat. Nummer 17. Der Grund, warum Papageien tanzen, wenn man eine Platte in Minecraft abspielt, ist dieses Party-Papageien-Meme. Die Entwickler fanden es offenbar so unterhaltsam, dass sie es direkt in das Spiel integriert haben. Allerdings wissen die Papageien nicht, wann die Musik aufhört, denn sie tanzen einfach weiter, auch wenn die Platte aus dem Plattenspieler genommen wurde. Nummer 18. Dieser rote Enderdrache existiert heute nur noch mit einem Texture-Pack. Eigentlich war es von den Entwicklern geplant, ihn in das Spiel zu integrieren. Er sollte in der Lage sein, außerhalb des Nether zu fliegen. Wir können also froh sein, dass es diesen Enderdrachen nicht im Spiel gibt. Aber cool ist es trotzdem irgendwie. Nummer 19. Hühner mögen kein Wasser. Aber wenn sie ungewollt ins Wasser geraten, besteht die Chance, dass ein ertrunkenes Zombie-Baby darauf reitet. Genau wie die Baby-Zombies. Es ist zwar äußerst selten, dass man diesen Mob im Spiel sieht, da die ertrunkenen Zombie-Babys aufgrund des Sonnenlichts am Tag sehr, sehr schnell sterben, aber es ist möglich. Nummer 20. In Bedrock ist es möglich, Papageien auf die Schultern zu setzen und dann eine Elytra anzuziehen. Jetzt ist es sogar möglich, mit den Papageien auf den Schultern zu fliegen, und zwar ohne, dass sie von den Schultern springen. In der Java-Edition funktioniert das leider nicht. Hier fliegen die Papageien sofort von den Schultern, wenn man sich auch nur ein kleines bisschen bewegt. Was spielt ihr eigentlich lieber? Seid ihr Team Bedrock oder eher Team Java? Schreibt es uns unbedingt in die Kommentare. Wir sind gespannt. Nummer 21. Es gibt Mobs mit Bärten. Ja, kein Scherz. Wenn ein Fuchs den Kopf des Wither-Skeletts im Maul hält, sieht es so aus, als hätte er einen schwarzen Bart. Das gleiche funktioniert übrigens auch mit Skalk-Sensoren. Ein lustiger Anblick, oder? Nummer 22. Die Bienen in Minecraft sollten eigentlich viel kleiner sein und eine andere Textur haben. Der Plan war, diese gefährlich aussehenden Bienen zu integrieren. Nun, welche Textur gefällt euch jetzt mehr? Ich denke, die jetzigen Bienen sehen besser aus. Nummer 23. Während wir bei einem Sprung aus großer Höhe einen Fallschaden erleiden, ist das bei Katzen etwas anders. Denn sobald wir sie aus großer Höhe fallen lassen, passiert nichts, weil Katzen keinen Fallschaden bekommen. Das liegt daran, dass Katzen immer auf ihren Pfoten landen können. Selbst wenn wir Tropfsteinspitzen am Boden platzieren und die Katzen auf diese Spitzen fallen, sterben sie nicht. Sie bleiben dann einfach auf der Stelle stehen. So, als ob nie was passiert wäre. Wie realistisch das wirklich ist, ist die Frage. Und überhaupt, wieso kann das nicht auch bei uns Spielern in Minecraft sein? Es wäre doch echt praktisch, einen Sturz aus großer Höhe lebend zu überstehen, auch ohne Federfallverzauberung. Nummer 24. Auch wenn Ziegen ihre Hörner abwerfen, sobald sie gegen ein Hindernis laufen, entspricht dies nicht unbedingt der Realität. Der Grund dafür ist, dass das Horn der Ziege an ihrem Kopf angewachsen ist. Das bedeutet, dass die Ziege eigentlich sterben würde, sobald das Horn abgestoßen wird. Das Verhalten dieser Tiere ähnelt also eher dem von Rehen oder Hirschen, da sie ihr Geweih einmal im Jahr wirklich abwerfen. Nummer 25. Früher gab es den Menschen, der die erste Kreatur in Minecraft war. Die späteren Mobs basierten alle auf dieser menschlichen Kreatur. Im Überlebensmodus haben sie uns aber tatsächlich angegriffen. Warum sie all diese komischen Bewegungen gemacht haben, ist mir allerdings ein Rätsel. Lol. Nummer 26. Mit diesem Befehl ist es möglich, einen besonderen Wolf ins Spiel zu bringen. Der Marswolf existierte zwar nur als Aprilscherz letztes Jahr, aber cool sieht er doch wirklich aus. Und eine Abwechslung
Verbindung zu den ganz normalen Wölfen, die wir normalerweise im Spiel haben, ist es definitiv. Na, hoffentlich werden die eines Tages auch in die normale Version aufgenommen. Denn genau wie bei den farbigen Gläsern kommt es öfter vor, dass Dinge, die als April-Scherz ins Spiel kamen, später in die ganz normale Version integriert werden. Nummer 27. Minecraft hatte eine vierte Frosch-Variante geplant. Und zwar sollte dieser blaue Frosch in Minecraft reinkommen. Leider ist es nie dazu gekommen, was eigentlich sehr schade ist, oder? Ach ja, und die erste Froschtextur sah übrigens so aus. Zum Glück kam dieser Frosch nie ins Spiel. Nummer 28. Schaut euch die Schnauze des Kamels mal genauer an. Und? Erkennt ihr etwas wieder? Nun, sie sieht den Köpfen der Wither-Skelette verblüffend ähnlich. Ob das beabsichtigt war oder nicht, weiß man nicht. Aber ich schätze, es gibt nicht viele Möglichkeiten, in Minecraft eine Schnauzentextur zu gestalten, weil es immer nur ein paar Pixel gibt. Seltsam ist das Ganze aber trotzdem. Nummer 29. Welcher Mob ist eigentlich der stärkste in ganz Minecraft? Der Warden oder der Wither? Nun ja, eigentlich keiner von beiden. Der Mob, der den meisten Schaden anrichtet, ist der aufgeladene Creeper. Im Spielmodus schwer kann er sogar bis zu 63 Herzen Schaden anrichten. Der Warden hingegen verursacht bis zu 45 Angriffsschaden, während der Wither nur 12 Herzen abziehen kann. Es muss jedoch gesagt werden, dass sie viel schwieriger zu töten sind als der aufgeladene Creeper. Oh nein, er explodiert. Uah! Max und ich haben jetzt einen zweiten Kanal, auf dem wir Abenteuer erleben. Autsch, da lernt ihr auch Lisa kennen, sobald wir 1000 Abonnenten haben. Also kommt alle schnell rüber, abonniert unseren neuen Kanal, damit wir Lisa befreit bekommen.